Wo? Nicht geschlafen. Ganz ruhig, mein Kleiner. So. Ja, stark. Altstadt, meinte ich. Mal sehen, ob Greenland uns reinlässt. Bestimmt tut er das. Er mag uns doch. Manchmal. Ah, da ist er. Tombstone, richtig? Danke für die Hilfe da draußen. Ach, hier kommt Zeit zu reden. Okay. Wir behalten einfach alles. Kein Problem, Marine. Wir helfen gerne. Das Tor ist offen! Sehr schön. Tombstone, Major Greenland erwartet euch. Hua! Wo ist er? Major. Ah, das ärgert mich ein wenig mit diesen Frames-Einbrüchen. Schön, euch zu sehen, Jungs. Ihr müsst durch die Hölle gegangen sein, um hierher zu kommen. Ah, das täuscht. Kameradus. Mann, hab ich einen Hunger. Hey, Marine, habt ihr irgendwas zu futtern? Ja, mein Hauptquartier gibt Notration. Bedient euch. Danke, Mann. An der Nase hier? Nein, ich denke nicht. Okay, geht klar. Interessiert mich ein Scheiß, was Sie tun müssen. Erledigen Sie es einfach. Wir haben 3 Tage nicht geschlafen und gegessen. Seid ihr Tombstone? Allerdings, Ma'am. Wir haben eine halbe Stunde, bis die Russen zurück sind. Ich will, dass alle was zu essen kriegen. Ich schicke Hilfe zum Verteilen der Rationen. Notration, genau. Fragen, los. Major, ich... Ihr folgt ihm. Folgt mir. Wir haben Greenland gefunden. Gehen wir, Wrecker. Sieht ein bisschen grumpy aus. Na gut, ne? Wenig Schlaf ist kacke. Kenn ich. Warum seid ihr noch hier? Kurz gesagt, Ma'am, wir sitzen hinter feindlichen Linien fest. Wir möchten zurück auf unser Schiff. Das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert. Die USS Valkyrie. Inzwischen vermutlich im Roten Meer. Oh Gottchen, seid ihr runtergefallen? Wo ist mein Kaffee? Ma'am, es ist sehr wichtig, dass uns jemand nach Westen bringt. Die Russen sind vor 3 Tagen gelandet. Es kommen noch Bodentruppen nach. Unsere Versorgungswege sind abgeschnitten. Und wir sind 12-1 unterlegen. Egal wie eure Befehle lauten. Meine lauten anders. Sofort hinlegen. Das ist ein wahres Teufelszeug. D4, sauer. Wie stark sind die Russen in der Luft? Unantastbar. Mobile Sams decken die Küste unterm Damm. Sie sind gut verteidigt. Sams Stellungen unter dem Damm. Und wir sind hier. Hier oben. All unsere Truppen sind hier oben. Und das Flugfeld. Sind noch Zivilisten da? Evakuiert, Sergeant. Keine Zivilisten. Korrekt. Stadt ist leer. Was schlagen Sie vor? Ich habe keine Ahnung, Major. Es ist schade, dass Sie uns nicht helfen können. Wir transportieren aber gern noch mehr Sprengstoff, wenn noch welcher da ist. Und wir dafür einen Wagen kriegen. Draußen steht einer. Aber bringt ihn heile zurück. Wir haben auch ein paar Funkgeräte, damit ihr in Kontakt bleiben könnt. Untereinander. Lasst mich da raus. Ich will nichts hören, bis ihr Erfolg habt. Dann bringe ich euch nach Westen. Danke, Major. Thank you. Have a nice day. So, you're welcome. Ha, ha. So. Pass auf den Sprengstoff auf. Ob das eine gute Idee ist? Das ist die wohl beschissenste Idee aller Zeiten. Ich könnte wetten, wir lassen das Ding also nicht heilen. Es wird eine Weile dauern, bis wir da sind. So, sorry, Leute. Ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht, aber ich muss unbedingt Alter, was trinken. Du siehst echt scheiße aus. Mach mal die Augen zu und ruh dich aus. Ich weck dich, wenn wir uns dem Damm nähern. Oh, ja. Schlafen. Schlafe, mein Kindchen. Schlummer wäre ich hier. Oder der böse Sandmann, der mir Sand in die Augen wirft. Ja, und wieder ein Ladebildschirm. Achtung, du hängst nicht diesmal, wie bei den anderen Teilen. Eine Stunde später. Zeitsprung. Irish? Ja? Die
Menschen zu Hause, die du erwähnt hast. Wer ist das? Meine Frau und drei Kinder. Drei Kinder, fleißiger Junge. Ich habe eins und das ist anstrengend. Naja, aber auf eine gute Art. Ach, verdammt nochmal. Ja, das Ding ist massiv. Glaubst du, wir haben genug Sprengstoff? Ja, wenn wir ihn richtig platzieren. Hier anfangen und die Ladungen über den Damm verteilen? Siehst du die Mitte? Das ist eine Schwachstelle. Da bringen wir die Primärladung an. Hast du einen Ingenieursabschluss? Ich habe genauso einen Ingenieursabschluss, wie du eine Medizinerin bist. Ich habe wirklich eine medizinische Ausbildung. Egal. Bist du wirklich sicher? Na, Logan. Wir weiten ihn aus, von innen. Seid ihr bereit? Jawohl. Na, nicht wirklich. Auf geht's, Rack. Ah, na los. Bestimmt kriegen wir jetzt wieder massiv Feuer. Natürlich kriegen wir massiv Feuer, ey. Verstehe die Frage nicht. Achtung, Helium im Anflug. Vorsicht, Rack. Sehen wir uns erstmal um. Ich hab's aber auch heute mit Päckchen wegwerfen und so. Wo hab ich eigentlich meinen Scheiß? Oh, unser G36C. Siehst du mal, das habe ich ja da verdrängt hier. Scheiße. Da sind überall Russen. Feindlicher Scharfschütze auf der linken Flanke, Racker. Gucken, ob wir das leise hinkriegen hier. Ausgeschalten krieg. Ohne dass es bemerkt wird. Zack. Na Logan. Machen wir mal hier das, worauf ich eigentlich auch stehe, ein bisschen stealthen. Wir haben jetzt so oft rumgeballert. Jetzt probieren wir es mal auf die andere Art. Aber es ist wirklich darauf ausgelegt, ich muss kämpfen. Das hilft alles nichts. Machen wir es mal auf eine ganz miese Art. Ich gehe nach oben. Nehmen wir das Sniper. Okay, das war vielleicht nicht die schlauste Entscheidung. Man verzeihe mir. Jetzt lass ich hier kommen. So, machen wir mal hier wieder mit T was. Das war ja gerade ein bisschen merkwürdig mit dem. Dann sind sie mit einer 55 auf uns schießen hier. Irgendwie ist bei sowas ohne Visier ist das nicht leichter, oder wie seht ihr das? Okay, ist nicht zurück. Gucken, wie weit ich die Handgranate werfen kann. 400 Kilometer. Mindestens. Nummer 1. Wie ich nicht treffe. Was ist denn heute los? Also das ist eine schlechte Aufnahme. Es tut mir leid, Leute. Aber das gehört dazu. Man kann ja nicht immer gut spielen. Greif doch mal an, Mensch. Ich habe das Gefühl, ich schieße hier alleine.
fühle dich schließlich alleine. Oh. Ist der da hochgekommen? Wollt ihr mich verarschen? Wie hat er das bitte da hochgeschafft? Mach die fertig. Machen wir mal hier wieder die ganz Kopftreffer. Alles klar, Schatten. Weiter nach vorne. Granate. Geschossen, ist schon wieder einer vorbeigelaufen. Jetzt sind wir drinne. Das ist die halbe Miete. Hua! Was ist das, Penner? Silber, jawohl, die M1040. Headshot. Mir ist auch aufgefallen bei der einen Mission, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, muss ich ehrlich gestehen, weil wir schon eine Weile nicht gezockt haben, dass uns fehlen 50 Punkte zu Gold. Es sind nur 50. Das finde ich jetzt ärgerlich. Was schießt du? Versucht er nach hinten zu schießen? Feuer bestätigt! Ah, das ist geil. Ich kann nicht wegen Grafikfehlern zum Beispiel durch ihn durchschießen. Hier, automatisch blockt er. Okay. Wir sind bereit. Und das war's. Was ein Gemetzel. Habe ich die PKP schon? Nein. Sauber. Ja. Nutzen wir mal die. Position. Muss ich zwar ein Zweibein aufstellen, aber hey. Was soll's, gell? Da ist was. Also ich glaube, wenn du von der Munition getroffen wirst. Lad nach. Aua. Ich fass es nicht. Schuss, wir haben es drauf, Leute, wir haben es drauf. Naja, muss nämlich zurück. Aber irgendwie, ach,
ich stehe nicht immer drauf, wenn ich das Zweibein aufstellen muss. Ich weiß, realistisch, bla. So. Da sind sie.